Kann ja sein, dass da irgendwie was kugelt und kreucht und fleucht und naja, eine Fliege fliegt hier. Inventar, Waffen. Arachna. Jinx. Revenant. Kostenpunkt 350, wir haben 2500, das ist lächerlich, das kaufen wir. Gruppe 2, da ist es, ja genau, das ist der Slot frei, den ich jetzt für Dings brauche. Revenant, so. Wird nochmal schnell bearbeitet und dann kümmere ich mich auch noch ganz kurz ums Rind, das ist Stufe 38, da ist sicher noch was. Wie, die Waffe ist hier im Kopf. Und das gibt den Gesundheitsboost, den wir brauchen. Revenant hat volle Gesundheit. Dafür kleiner leichter Nachteil an Energie und an der Geschicklichkeit. Wen juckt's? Wir haben maximale Gesundheit und maximale Stärke. Gruppe 2 will ich. Sarin bearbeiten, der ist Stufe 38, wie gerade eben erwähnt. Wer es jetzt gerade rechts nicht gesehen hat, spult zurück. Wertebonus unglaublich. Wobei. Nochmal ein genialer Bonus, auch wenn ich da jetzt gebe ich jetzt Stärke und also gebe ich da Gesundheit ab. Schnalle ich nicht ganz. Da würde ich für ein bisschen Geisteskraft schon sagen, nein, das ist mir nicht wert. Wer es vielleicht auch gemerkt hat, ich habe jetzt lange Zeit nur nach den Levels gespielt. Also ich habe immer zugesehen, dass die ein möglichst hohes Level haben, aber nicht auf die Werte geachtet. Kam vielleicht auch nicht so sonderlich gut. Aber so sieht Sren ordentlich aus, hat einen mächtigen Wertebonus bekommen jetzt und ist damit auch um ganz schön viele Levels aufgestiegen, nämlich um 12. So, und während ich jetzt noch ins nächste Level, also wieder ins selbige Level gehe, mit unserer Gruppe 2, ich sehe jetzt aber noch schnell die Werte von Wrath an. Egal, ich bin jetzt erstmal ganz kurz für ungefähr 10 Sekunden audiotechnisch weg. Ich trinke nämlich noch eine Kleinigkeit. So, da bin ich wieder. Ich habe in der Zwischenzeit mit der anderen Hand Wrath eben bearbeitet. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir einen verdammt großen Energieverlust hatten. Dafür aber an Gesundheit und Stärke gewonnen haben. Das ist jetzt leicht interessant.
Ja, ich würde ihn so lassen. So quasi Imba-Fähigkeiten gibt es ja hier nicht, man muss sich also auf irgendwas verlassen können. Und ich verlasse mich lieber auf Gesundheit und Stärke als auf Schnelligkeit und Ausdauer. Ist eben mein persönlicher Spielstil. Und wir navigieren uns jetzt wieder in die Mission 5-4 zum 5-4. Mal. Diesmal plätten wir die Viecher. Das kann es ja nicht sein, hey. Dass wir hier so ewig rumgurken müssen. Ich will Gruppe 2. 1, nein. So, Gruppe 2. Abflug. Zack. Auf geht's. Ja, schon klar. Die Scheinsiphons sind Felsfragmenten, zack, die in den Klippen auf Infinity operieren. Zack. Zack. Sie bauen Erz ab, das unbezahlbare Minerale, zack, Metalle, zack, und Juwelen, zack, enthält. Hier und auch. Wow. Hier, 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 hier. Sowieso überhaupt da. Ja. Ja. So. Die ersten Gegner mal ein bisschen abreagiert. Jetzt kommt wieder der taktische Tiefgang. Überlebt das. Da kommt natürlich wieder meine Schmerzenshunde ins Spiel. Ich hoffe nur, dass ich da schaffe, dass ich wieder einen rauslocke. Ja, einen habe ich geschafft. Ich weiß jetzt gerade auch nicht auswendig mit den Schmerzenshunden, ob das reicht, dass ich den Gegner verletze oder ob ich da verletzt werden muss. Okay, in den nächsten 10 Sekunden werden wir es herin. Die ersten zwei werden, wenn er Schaden erleidet, jeweils einen Schmerzenshund freischalten, quasi als Begleiter. So läuft das auch. Und hier ist noch unsere Feuersäule, oder Plasmasäule. Woran erinnert mich die bloß? Etwas kleiner und schwächer hat Blitze doch auch im Programm. Wollte ich nochmal erwähnt haben, dass es. Ja, egal. Das ist größer, stärker, mächtiger, also auch besser. Verbraucht dafür auch mehr Energie. Wollte ich auch nochmal erwähnt haben. Ach, die sind sie so schnell. Es ist also anscheinend. Oh, fette Beute. Jawoll! Okay, die. Nein, das ist kein Lavabecken, das ist das Blut. Oh, wow. Für ein ab 16 Spiel ziemlich brutal, muss ich schon sagen. Wir haben Krogenitoren Stufe 16 erreicht. Das ist das erste Mal seit langem, dass ihr bei einem Level Up dabei seid. Denn sonst war das immer eine Aufnahme, die mir irgendwie abgeschnürt ist, wenn ich nichts retten konnte. Ich will jetzt nichts sagen. Aber ich spiele das jetzt mit Sarin bis jetzt im Alleingang durch. Oh verdammt, Monsterdrücker. Weg da. Ach Gott. So, mit meiner Nova. Wegen Unterdrückung, hä? Unterdrücken können die Leute irgendwo, weiß nicht wo. Diese Drohnen fliegen von Plattform zu Plattform und reparieren bei Bedarf Maschinen, damit die Fabriken immer mit Maximalauslastung produzieren können. Ich hätte mir vielleicht auch die Fähigkeiten von Dings durchsehen sollen. Jawohl, das sind auch die zwei Schmerzenshunde, die jetzt hoffentlich nicht durch die Lava laufen. Auch so falsch. Ich bin auch immer im quasi Alleingang. Wobei ich jetzt gleich mal wechseln werde, denn ich will den neuen Helden ja herzeigen. So,
Willkommen im Spiel. Wie hörst du schnell? Ja. Psychische Sturm, Sturmsenergie von Sturm, all die Dinge wird das bei euch zu schaffen. Revenant, genau. Ach ja, von Schiff. Ist ja cool. Mal schauen, was noch was bringt. Der schießt wirklich mit diesem Stein aus dem Kopf Korrektile ab. Ist auch echt krass dumm, aber naja. Psychostrudel. Diese Fähigkeit, die wird dann auch also auf Nummer 2 jetzt fliegen. Die wird mir noch einiges an Kopfzerbrechen bereiten. Denn die teilt den Schaden, den ich in den nächsten 12 Stunden erleide, mit den anderen beiden Gruppenmitgliedern. Wenn die jetzt angeschlagen sind und ich benutze die Fähigkeit aus Gewohnheit, einfach weil ich das rauspulvern will, kann ich damit meine Mitglieder töten. Denn Heilung durch zum Beispiel Heilkapseln wird in der Zeit auch nur an meine Mitglieder gegeben, wenn Revenant vollständig geheilt ist. Habt ihr schon jemals bei mir einen aktiven Helden gesehen, der vollständig geheilt war? Ich meine ja nur, also... Ja, ich hoffe, das ist hoffentlich keine. Diese Fähigkeit benötigt ein Ziel. Ich nehme Plasmus, oder? Das metzelt sich ordentlich durch die Massen, jawoll. Blut und Morde. Um ein gewisses Magazin mal zu zitieren. Also eigentlich seltsam. Naja, überlegt mal. Ein Magazin, das zwar parodierterweise, aber trotzdem behauptet. Ich weiß es jetzt aus dem Zusammenhang, das weiß ich. Aber ich mach's mal so wie diverse Fernsehmoderatoren. Ich reiß das jetzt blind aus dem Zusammenhang. Ein Spielemagazin, das anpreist. Ja, Blut und Morde machen Spiele aus. Rottet das Spiel in den Untergrund. Die widersprechen sich ja selbst. Keiner macht was dagegen. Okay, muss das sein, Entschuldigung. Ja, mir fehlt nur ein intelligenter Gesprächsstoff. Ach ja, was ich noch erzählen kann. Was ich auch in der vorher erwähnten Folge, in der ersten Folge dieser Aufnahme erwähnten Folge, erwähnt habe. Ich will zum Beispiel Folge 46 sein. Ich habe es jetzt nicht im Kopf. Was wollte ich jetzt sagen? Ich weiß es gerade wirklich nicht mehr. Habe ich schon Alzheimer oder ich weiß ja nicht. Blackout. Finde ich jetzt weniger cool.
brauche jetzt ganz schnell ein anderes Gesprächsthema. Von mir fällt nichts Sinnvolles ein. Ich habe mich mit den Gegnern aufgeregt. Ich habe die Helden, den neuen Helden vorgestellt. Ich habe die Fähigkeiten ausprobiert. Ich sollte mir irgendwo eine Notiz machen, dass ich öfters mal vor der Aufnahme jetzt vor allem eine Liste mit Gesprächsthemen oder Erzählthemen, besser gesagt, irgendwo aufhänge oder auf den zweiten Monitor gebe, die es mir dann natürlich erleichtert, Gesprächsstoff zu finden. Ich sehe jetzt nämlich rechts immer die Aufnahmezeit und alles wunderbar.